Jeweils so, dem Angeklagten ist vorgeworfen worden von der Staatsanwaltschaft, dass er seinen damals etwa 3 Monate alten Sohn durch Schütteln getötet haben sollte. In Augen der Kammer war das als Totschlag und schwere Misshandlung Schutzbefohlener zu werten. Letztlich haben aber Verteidigung und Staatsanwaltschaft Freispruch gefordert. Es ist hier eben so gewesen, dass die Kammer am Ende zu der Überzeugung gekommen ist, es kommen der Vater und die Mutter des Kindes als Täter in Frage. Beide hatten im relevanten Zeitraum von etwa einer Stunde Kontakt mit dem Kind. In den Augen der Kammer ist einfach nicht feststellbar, wer von den beiden, der Angeklagte oder sein damaliger Lebensgefährtin, hier das Kind in der tödlichen Weise geschüttelt haben. Und dann verlangt eben der Rechtsstaat, verlangt die Verfassung, dass es gegebenenfalls beim Freispruch zu bleiben hat und niemand verurteilt wird, auch wenn feststeht, dass es zu einer Straftat gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft zumindest hätte jetzt noch die theoretische Möglichkeit, gegen dieses Urteil Revision einzulegen. Daran ist sie nicht gehindert, auch wenn sie Freispruch gefordert hat. Ob das geschieht, bleibt abzuwarten.